herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Pokémon! Saphir! Das war so mies. Egal. Also wir sind ja jetzt im Pokémon Center, weil wir haben die Arena besiegt. Ja. Und müssen ja immer noch jetzt Team Aqua finden. Und wir können ja jetzt tauchen. Ich bin jetzt nicht mehr ganz so auf dem neuesten Stand. Haben wir einem Pokémon schon Taucher beigebracht? Ich meine schon. Ja, Taucher. Na, weil wir das ja auch im Kampf schon hatten, ne? So. Okay, dann machen wir uns mal... Geh aus dem Weg. Auf dem Weg. Und, suchen die kleinen Schlingel. So. Und da kann man jetzt tauchen. Und hier ist nichts. Und wie tauchen wir jetzt wieder auf? Müssen wir da ernsthaft jetzt das Pokémon nehmen und sagen, tauchen? Alles klar. Starten wir direkt die Folge mal mit einem Pokémon-Kampf. Oh Gott, direkt wieder so ein Vieh, ey. Hey! Dein Gesicht! Lupa uns nicht an! Huch, hallo Mikrofon! Hallo! Ja, ich reiß direkt wieder alles ab. Ah, Moment. Tee! So viele. Aua. Ja, das dauert mir jetzt wieder zu lange hier. So. Hier denke ich mal, ist auch nichts. Was? Jetzt mach ihn doch weg. Geht doch. Sind überall nur so kleine Dinger. Wo sind denn die ganzen großen? Das ist jetzt doch schon wieder Kacke. Geh weg. Ich suche was. Ein blöder Felsen. Nein, geh weg. Geh weg! Ich suche! Och Mann, ihr dummen Viechers! Seht ihr denn nicht, dass ich beschäftigt bin? Da! Das habe ich gesucht. Hallo.
bist denn du? Oh, jetzt können wir da bestimmt wieder auftauchen. Hallo? Oh, das sieht aber... ja... nee. Nicht nach Team Aqua aus. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Ah, Menschen! Njam, njam, njam. Basili hat viele Fans. Hast du auch Fans? Ja. Oh, dann musst du aber sehr stark sein. Nee, ich bin nur ein bisschen gestört. Und das finden Leute lustig. Die Fans strömen sogar aus Kanto und Johto herbei. Ich habe den Trainer-Fanclub in Seegrasulp City besucht. Verrückte Sache. Ich war auch schon da. War gar nicht so verrückt. War anstrengend. Hallo? Hallo? Den Pyroberg. Meine Freunde und ich haben ein bisschen nachgeforscht im Labor, in dem wir gearbeitet haben. Okay. Mein großer Bruder studiert das Wasser. Ist er ein Mitglied von Team Aqua? Noch weiter hoch. Hallo? Alles so grau hier. Seit 30 Jahren lebe ich in Xeneroville und verbessere meine Fähigkeiten. Ich habe ein alles erschütternde TM entwickelt. Die schenke ich dir. Merci beaucoup. Durchbruch. Eine schier unbeschreibliche Attacke. Horror. Ja, mich juckt es. Oh, das ist auch Horror. Sag ich dir, ey. Juckreiz. Wow, ein Mensch außerhalb eines Hauses. Hallo. Bist du den ganzen Weg nach Xeneroville gekommen? Du bist kein normaler Tourist. Aber das macht dich auch nicht zu einem außergewöhnlichen Touristen. Halt die Fresse, Mann. Ich bin mega außergewöhnlich, ja. Ich bin besonders. Hat meine Mama immer gesagt. Dass so gut ist. Hallo. Wer bist du denn wohl? Dies ist die Urzeithöhle. Die Geister der Pokémon, zur Ruhe gebettet am Pyroberg, erwachen hier zum Leben, sagt man. Bitte verlass diesen Ort. Was? Bin ich nicht würdig, oder was? Du bist unwürdig! Aus welchem Film war das? Noch ein Haus. Hallo? Oma und Opas. Die Höhle, die Xeneroville mit der Welt verbindet. Sie sollte ursprünglich wohl etwas in der Stadt festhalten. Oder bilde ich mir das nur ein? Ein Unterwasservulkan brach aus und schob sich an die Oberfläche. Der Krater lag über der Meeresoberfläche und konnte sich so mit Regen Wasser füllen. Und so entstand Xeneroville. Alles klar. Wissen wir Bescheid. Gibt hier zwar ein Shopping Center, aber gibt es hier auch ein Pokémon Center? Oh, ein
Interessant. Aha, aha, aha. Können wir auch was verkaufen? Nö, 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 nö. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nein. Nee. Aber wenn irgendwo so ein komischer Computer ist, dann könnten wir mal ein paar Sachen einfach mal ablegen, die wir nicht brauchen. Weil jetzt muss man echt hier einmal ins Wasser springen, um hier hinzukommen. Das ist so Banner. Ah, ein Mädchen. Hi, wie heißt du? Okay, netter Name. Scheiße, Bertha! Hi, Bertha. Meine Eltern haben mich so genannt, damit ich gesund und warmherzig werde. Hä? Das hat doch nichts mit dem Namen zu tun. Das ist Erziehungssache, verdammt. Hey, das schenke ich dir. Eine Beere. Lecker Beere. Noch eine Beere. Ja, danke und so. Rein ins Wasser. Und auf die andere Seite. Was gibt's hier denn noch? Lass mich raten, du wirst Vasili herausfordern. Habe ich im Moment eigentlich nicht vor. Du bist wirklich mutig. Geh weg. Geh einfach weg. Wo kann man denn da? Ein Computer. Oh. Nein, zurück. PC von Maron. Ablegen. Kingstein ablegen. Blattstein ablegen. Feuerstein ablegen. Oh, mich juckt es. Okay. Mondstein ablegen. Was haben wir noch? Geheimpower können wir auch mal ablegen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir im Moment auch nicht. Haufenweise Beeren. Aschetasche habe ich auch noch nicht durchgeblickt. Ey, das hat uns bis jetzt, glaube ich, noch gar nicht so viel gebracht, diese Aschetasche. Aschetasche, Aschetasche. Blaue Kugel. Glühende Kugel, die eine Ultra macht. Okay. Naja, das reicht ja auch erstmal, ne? La, la. Hallo. Entwickelt sich im Krater eines Vulkans. Wenn du den Himmel schaust, kannst du den Rand des Kraters über dir erkennen. Der Himmel wird zum Kreis, aber das macht den Himmel über Xenerowil zum schönsten Himmel. Stimmt gar nicht. Hallo. Ey. Hallo. Du bist nach langer Zeit der erste Gast, den ich begrüße. Du hast mir den Tag gerettet. Daher möchte ich dir diese Weilmer-Puppe schenken. Pass gut auf sie auf. Ich hab den Puppe. Bring ich meiner kleinen Schwester mit. Die ist nämlich erst 4. Und die mag Puppen. Kennst du das Pokémon Schmerbe? Das ist bisher selten in Xenerowil aufgetaucht. Ich liebe große Schmerbe. Mein großer Bruder sagt, dass Knilz größer ist. Aber das stimmt gar nicht. Jeder weiß doch, dass Schmerbe viel größer ist. Wie? Oh, du hast ein Schmerbe? Bitte, bitte zeig es mir. Hab ich doch gar nicht. Ist der doof? Hast du kein großes Schmerbe? Oh, wie enttäuschend. Wenn du ein großes Schmerbe hast, dann komm bitte wieder her. Okay. Kennst du das Pokémon Knilz? Ja. Aber ich liebe große Knilz. Je größer, desto besser. Alles klar. Aber mein jüngerer Bruder sagt, dass Schmerbe größer ist. Verrückt. Knilz muss einfach größer sein. Wie? Du hast einen Knilz dabei? Bitte zeig es mir.
Los, Pilzi, komm mal raus. Na, das ist doch ganz. Das ist doch schon ganz ordentlich, aber das ist kein Knilz. Ach nee, das war Kapilz, ne? Verdammt. Egal. In dem Haus waren wir ja schon. Haben wir die Puppe gekriegt. Was mit dir? Im Meer tauchen. Treppenstufen auf- und abrennen. Wenn du in diesem Ort lebst, wirst du körperlich fit. War das eine Anspielung? Hör mir zu und ich verrate dir etwas. Unter Wasser soll sich eine antike Ruine befinden. Da gibt es bestimmt Schätze, die nur darauf warten, gehoben zu werden. Okay. Antike Schätze? Wäre das schön, wenn es die tatsächlich gäbe. Aber auch ohne Schätze wäre eine Reise unter Wasser zusammen mit meinem Pokémon herrlich. Ja, dann pack deine Sachen und auf geht's, ne? Am besten in der Tüte, damit es nicht nass wird. Boah, Lies alt, ey. Pyroberg. Auf seiner Spitze sind zwei Kugeln nebeneinander angebracht. Wusstest du das? Nein. Ehrlich? Du solltest dir das mal selber ansehen. Ich bin so alt. Hallo, Kind. Ich war noch nie außerhalb der Stadt. Ich frage mich, wie die Welt hinter diesem Horizont aussieht. Psst, hey, komm mit. Ich zeig dir meine kleine Welt. Also hier gibt es auf jeden Fall kein Team Aqua. Also suchen wir mal weiter nach Team Aqua. Aber ich glaube, dafür müssen wir woanders tauchen. Luft. Unter Wasser war es schöner. Ich will jetzt nicht gegen dich kämpfen, du gehst mir auf den Sack. Ah! Ich habe keine Lust, mit dir zu kämpfen. Vielleicht hier? Da irgendwo noch eine Höhle? Ah. Oh, ein Pokémon in einem Unterwasserbusch. Ah, oh, das sieht aber süß aus. Perlu. Fangen! Bitte sterb nicht. Okay. Da geht sogar noch einer, damit wir das fangen können. Aquaknarre. Beutel? Pokéball? Easy. Ganz primitiv. Perle. Bist meine kleine Perle, Schnackerchen. Toll, das war's schon. Hat sich ja voll gelohnt, eine Perle. Oh, jetzt ist sie sogar in unserem Team. Die müssen wir aber gleich ablegen gehen. Das ist die erste Aufnahme, in der meine Katzen schlafen. Ich glaube, ich muss zum Tierarzt. Haben die nicht irgendwie gesagt, in der Nähe vom Pyroberg oder so? War da nicht irgendwas? Oder in der Nähe von der Stadt gibt es irgendwo eine Höhle, wo ich tauchen muss? Ja, hier gibt es aber viel. Ist mein Tee schon leer? Nein, oh.
kalter Tee. Hm. Ah, das ist Arti, dann hat. Ist so knuffig. Lampi. Der Name ist schon Strafe genug, den brauchen wir gar nicht umbenennen. Bald ist Weihnachten. Nur mal so wollte ich anmerken, für die, die es so ein bisschen, ja, nicht so mitgekriegt haben. Wir haben jetzt, heute ist Sonntag, der 20.12. In 4 Tagen ist Heiligabend. Da hat mein Bruder Geburtstag. Ja, ich habe noch einen Bruder. Einen großen. Er ist zwar kleiner als ich, glaube ich, aber eigentlich älter. 2 Jahre sogar, fast. Ganz knapp 2 Jahre. Ich denke mir jedes Jahr, ich habe ja im Oktober Geburtstag und er hat halt im Dezember Geburtstag und dann bin ich immer nur noch 1 Jahr jünger als er. Und dann hat der Arsch Geburtstag. Ich krieg den nie ein, ey. Das wird nichts mehr in meinem Leben. Jedes Jahr die gleiche Scheiße. Ach ja. Yeah. Mal bin ich jetzt schon wieder hier in dieser komischen Schleife, wo dann gleich der Eingang ist hier. Habe ich mich jetzt schon wieder verfranst? Nee, dich haben wir schon. Brauchen wir nicht mehr. Dankeschön. Hier war doch der Eingang. Jetzt bin ich schon wieder hier. Ach, direkt auftauchen, ey. Mann. Hier waren wir doch schon. Oh. Upsala. Boah, unter Wasser ist aber irgendwie angenehmer. Oh, alles klar. Da, da, da. Oh. Diese Melodie von Pokémon, die ist teilweise voll die Strafe. Ich habe mich ein bisschen verfranst. Ich weiß nicht, wo lang. Ich glaube da lang und dann da so hoch. Ist das richtig? Nee. Geh weg. Tschüss. Vielleicht mal hier in diese kleinen. Nee. Ist da was? Daneben ist vielleicht was. Hm. Was ist denn hier? Da? Hallo Team Aqua. Team Aqua. Wo bist denn du? Hier kann man hochtauchen. Hallo Team Aqua. Hallo. Oh, hier kommen wir auch wieder hoch, weil hier ist ein bisschen heller. Oh, ein Pokéball. Purpurstück. Was mir jetzt gerade mal so auffällt. Ich spiele ja auch im Moment nebenbei Dragon Ball Let's Play. Ne? Also mache ich ja und so. Und da war ich vorhin bei Muten Roshi. Und da läuft auch eine Maron rum. Und wir heißen Maron. Es ist aber kein Anhängsel so an diese Maron, so dass ich hier Maron heiße. Das war eigentlich. Das war der erste Name, der mir eingefallen ist, der nicht Inge oder Birgit oder sonst wie heißt. Ich bin hier gefangen! Ich muss da raus! Ah, hier sind Viecher! Geh weg! Das ist wieder so eine produktive Folge. Ich komme nicht voran. Oder kann ich da oben durch? Hallo? Nein.
will hier raus. Ich hab mich verlaufen. Verschwommen. Kann ich hier wieder raus? Okay. Ich habe eigentlich nur A gedrückt. Ja. Erzschuppe. Okay. Schadet ja nicht. Oh, Freiheit. La 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 la. Ich bin frei, so frei wie ein Vogel im Wind. Kann man hier noch irgendwo tauchen? Nein. Mann, wir sind hier voll falsch. Okay. Oh, der schmeckt schon ganz bitter. Du scheiß Vieh, du gehst mir auf den Sack. Das ist immer das Gleiche. Das verfolgt uns! Oh, jetzt habe ich gespuckt. Boah. Ja. Fisch, bitte geh weg. Dankeschön. Du bist ein lieber Fisch. Ich würde dich ja streicheln, aber du hast so komische Zacken auf dem Kopf. Ah, Level up! Jetzt hier juckt. Du schon wieder. Das verfolgt uns ehrlich voll. Waren wir hier schon? Ich habe Orientierung wie ein Toaster. Jetzt habe ich Hunger auf Toast. Oh, hier können wir wieder hoch. Da gibt es dann bestimmt irgendwie wieder was zu holen. Oh, mein Bein tut weh. Ich muss das mal runter machen. So. Da, was habe ich gesagt? Und der hatte uns immer noch verfolgt. Ist uns immer noch am Verfolgen tun. Machen. Gelbstück? Nicht Geldstück, sondern Gelbstück. Was soll man denn mit einem gelben Stück? Das Gold? Geh weg! Will nicht. Ich suche Team Aqua. Einmal kommen wir da noch lang. Hallo? Nein. Natürlich nicht. Hey. So. Ich bin immer noch ein bisschen verstupft, aber mir geht es schon wieder viel besser. Weil wer mich ja so ein bisschen verfolgt, ne? Also jetzt nicht so Stalker bitte, aber so ein bisschen so meinen Kanal und sowas verfolgt, der weiß ja, dass eine ganze Woche mal nichts kam jetzt. Und das lag halt. Oh. Das lag halt daran, dass ich ziemlich krank war. Aber jetzt nur noch ein bisschen Nasenschnupfi und sonst geht's mir ganz gut. Danke der Nachfrage. Ja, wo sind wir denn hier? Ach so. Irgendwo muss doch diese Höhle sein. Ich finde sie nicht. Warum denn nicht? Bitte Höhle, zeige dich. Hallo. Gibt es überall diese komischen Berge, wo man da mit Geheimpower rein kann? Aber das will ich gar nicht. Könnt ihr euch selber angucken. Ich habe da keine Lust zu, irgendwie so einen Raum einzurichten. Wenn ich Räume einrichten will und bauen will und so, dann spiele ich Sims. Yeah. Moosbach City. Ja. Hier sind wir auch falsch. Gehen wir jetzt mal. Oh. Ja. Nach Süden. Vielleicht ist ja irgendwo im Süden was, wo wir noch tauchen können. Aber da war, nee, da war doch so ein Wasserfall, oder? Hm. Da können wir.
mehr tauchen. Aber wenn das jetzt wieder die Inseldinge... Nein, das sieht anders aus. Jetzt gehe ich das Mikro eigentlich nah genug dran. Ansonsten muss ich danach einen Ton lauter machen. La, la, la. Unter Wasser, ja. Hier geht es sogar noch tiefer. Hallo? Das Stäbe? Oder sind das einfach nur Grafikbugs? Oh. Hm. Oh. Steht auf der Außenhülle. Tiefseeforschungsboot 1. Das ist das U-Boot, das Team Aqua in Graphitport City gestohlen hat. Team Aqua muss hier also an Land gegangen sein. Ja, dann, alles klar. Pokémon, auftauchen. Okay, keiner in Sicht. Hallo? Tiefseehöhle. Ich hasse Höhlen. Da sind immer Zubats. Kann man das kaputt machen? Kann man das schieben? Team Aqua, ich hab dich gefunden. Und da hören wir jetzt mal auf und dann geht's in der nächsten Folge weiter mit Team Aqua und dann hauen wir die auf den Po und so weiter und so fort. Ich weiß, die Folge war jetzt sehr produktiv. Hat's voll gebracht. Ja, ich weiß. Aber die Zeit ist rum. Seid froh, dass ich 30 Minuten Part mache und 30 Minuten Parts mache. Und nicht nur 20 Minuten oder 15 Minuten, dann wären wir ja nie fertig. Alles klar, bis zum nächsten Mal, ne? Hier unten, Kabel. Hier unten wieder Social Media, ganzen Link gibt es dann in der Beschreibung. Und, ja. Schaut doch mal auf meinen, also auf meinen anderen Playlist so da, ne? Also, da gibt es auch Videos. Ja, nicht nur hier das. Ist ja sonst voll langweilig, ne?